direkt weiter. Darf ich auch mal? Danke. Es ist doch so beschissen! Ich weiß, dass Spieler mittlerweile viel lieben, aber... Wenn alles gegen dich spielt... Du merkst wirklich, welche Maschinen neu sind, welche nicht. Weil da haben sie es ein bisschen verschissen. Ein bisschen zu viel des Guten. Ein bisschen too much. Da stecke ich ein. Blöd, oder? Noch teilweise echt noch zu doof. Das werde ich brauchen. Level 40. Thank you.
sind. Ich nehme sie erstmal an mich. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Die Luft ist rein. Hoffentlich bleibt das auch so. Gut. Ja. Das war jetzt dümmer als gedacht, aber das lief. So, was haben wir hier? Flugspitze. Ich mache jetzt erstmal hier weiter. Hat jetzt doch länger gedauert. Naja. Beim nächsten Part mache ich mal eine Pause. Ich habe nämlich schon wieder Hunger. Gaias Koordinaten für den Meter sind ganz in der Nähe. Ich weiß, ich will speichern. Voll. Super. Und das ist ja weg. Aufladekabel. Ich habe keine Ahnung, wie lange dieser Controller wirklich hält. Ohne, dass man ihn explizit auflädt. Ich muss mir entweder mal andersfarbige Kabel besorgen. Oder aber... Ich muss hier markieren, weil ich habe nämlich hier aktuell 4 Stück. Beziehungsweise 3. Eins ist am PC, eins ist für die PlayStation, eins ist an der Switch. Und die sind alle gleich. Ja, ganz genau. Die sehen alle gleich aus. Mir letztens vorgekommen, da habe ich meinen Pro-Controller an die Dingsbums angeschlossen. Stoß. What the fuck? Irgendwas rattemäßig? Nee, ne? Gut. Dann sieht das doch akzeptabel aus. Zum Geier. Wo bin ich hier überhaupt? Darf ich da dran? Danke. Nein. Oh, es ist doch einfach dumm. Wie kann man nur so eine Scheiße machen? Ah, ich will speichern, danke. Was ist denn los mit dem Controller? Ist das der Controller? Ich weiß nicht. Jetzt stellen wir auch, wir machen 1 Million Milliarden Sachen hier rein, weil wir es toll finden. Aber noch ein Waffen-Upgrade machen.
Der ist fertig. Outfit kann ich upgraden. Das, was ich gerade trage sogar. Nicht schlecht. Niedrige Gesundheit, Fernkampf. Wie gesagt, Outfits mache ich dann, wenn ich es brauche. Der Rest, Beutel-Upgrades, okay. Ich sollte was anderes nehmen als Feuer. Ein Bild der alten Welt. Auf dem Gebäude vor den Klippen ist das Pharaoh-Logo zu sehen. Die Frage ist jetzt... Wo? Das hat Aua gemacht. Na dann, komm, kleiner Lümmel. Jetzt ist er wieder außerhalb von meinem Einflussbereich. Das ist immer gut. Wahrscheinlich hierhin. Sorry, Pelikan, aber ich brauche dich. Brauch Zeug von dir, ob du willst oder nicht. Pelikan Gabelbein, davon brauchte ich nur eins. Das ist gut. Ich glaube, von der Klippe oben habe ich eine gute Sicht auf das Pharaoh-Gebäude. Ja, ist ja gut. Das habe ich mir schon fast gedacht. Nein. Ich sollte eine andere Stelle suchen. Wie andere Stelle. Das passt wohl nicht. Ich suche besser weiter. Ernsthaft? Och, komm schon, Game, ey. Also, das, so langsam versauen sie aber auch... Schaffen tun sie wirklich alles zu versauen, oder? Wenn man ein bisschen mehr Abstand hätte, weißt du?
zu tief, um das Bild auszurichten. Oh, du warst doch die ganze Zeit oben. Nee, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Verdammt nochmal, Gorilla Games. Ihr könnt doch echt alles verscheißen, oder? Wenn ihr keinen Bock habt, dann lasst es. Sucht euch einen neuen Job. Anstelle so eine Kacke zu machen. Warum? Das sieht falsch aus. Ich versuche es woanders. Es wurde gesagt von dieser Klippe. Das sieht falsch aus. Ich versuche es woanders. Oh Mann, ihr Schwanzlutscher. Jetzt nimmt doch diese verfickte Kacke noch an, ey, ihr Lappen. Da bist du bekloppt, oder? Da willst du doch komplett plemplem und das feiern sie halt auch noch. Dies ist das FAS West... Was? Dies ist der FAS Weststop, unsere Aussichtspunktur. Präsentiert von Marion Technologies und der Koalition für Umweltsanierung. Wir möchten allen Wagemutigen daran erinnern, dass diese Anlage von einem automatischen Sicherheitsdienst überwacht wird. Wir raten Ihnen dringend, sich dem Komplex nicht zu nähern. Warum haben wir sie zur Anlage eines unserer Konkurrenten gebracht? Weil wir uns daran erinnern, dass die Rückforderung das Ergebnis unserer Zusammenarbeit war. Und dann und wann erfordert die Rettung der Welt vereinte Kräfte. Miriam Technologies hält diesen Ansatz durch die Freigabe von Patenten und das Teilen von Forschungsberichten im Bereich der mechanischen Landwirtschaft hoch. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenzunternehmen glauben wir an eine nachhaltige Ernährung der Weltbevölkerung. Nur durch Großzügigkeit, Zusammenarbeit und geteilten Verzicht erreicht werden kann. Kommentare, nie wieder. Diese Ignoranten gehören alle in den Knast, diese verfluchte Generation. Was? Sie haben den Planeten abgefackelt. Jia Li. Stimmt, sie haben sich nicht richtig verhalten, aber lies doch mal die MTS-Botschaft. Wir müssen versuchen, großzügig und verständnisvoll zu sein. Ich wollte doch nur kurz sagen, dass mir diese Aussichtsdinger gefallen. Wenn ihr so innovativ seid, wann kommt dann eine neue Version von Harvester? Die Harvester sind von FAS, du Trottel. Ah, okay. Ja, das sind irgendwelche. Ja, verstehe. Komm, ist egal. An sich schön hier, aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass er da echt so ein bisschen reinkacken mit diesen Aussichtsplattformen und den ganzen Kram. Du musst halt genau das erwischen, ansonsten. Und naja. Es gibt hier Hummer. Gut, klar, ohne Menschen, die es explizit nachjagen, ne? Sollten sich die Bestände... Ich habe so das Gefühl, dass der Bluetooth-Adapter und der Controller von der PlayStation sich nicht so gut verstehen.
So, ich habe immer noch keine Ahnung, was ich hier mache. Aber ich glaube, von hier komme ich hier nicht weiter. Das Klettern hier in dem Spiel, ne? Die haben sie in meinen Augen... Ich werde es weiterhin sagen. Das ist halt ein Fehler, den sie halt verschissen haben. Und damit müssen sie leben. Erstens, so richtig schön haben sie es nett gemacht. Zweitens, dafür, dass sie so... Dass sie das so hässlich gemacht haben, müssen sie es dir nicht permanent bei jedem Scheiß auf die Augen drücken. Der Schildflügel hält. Was ist hier passiert? Das waren alles die Nacken. Jemand hat es geschafft, eine ganze Truppe auszuschalten. Nicht so schick. Eins ist sicher, ich bin hier draußen nicht allein. Lichter in der Ruine. Ich muss auf die... Gut sein. Ah, okay. Oh, verdammt! Oh. Nicht schießen! Ich will nicht kämpfen! Die Barbarin ist festgenagelt. Vorrücken! Okay, wer auch immer die sind, wir werden mit Sicherheit keine Freunde. Ich muss an diesen Gegnern vorbei und in die Ruinen. Für unsere Ahnen! Zeit zu sterben! Und warum sind sie auf Blut aus? Ich sollte schnell zu Demeter, falls noch mehr von denen kommen. Laut Gaia muss es irgendwo hier drin sein. Gut, wollen wir mal, ne? Ich glaube, die haben uns falsch verstanden, weil ich glaube nicht, dass sie böse sind. Auf der anderen Seite. Hier stehen noch so viele Fässer rum, wo ich mir denke, wirklich? Waren das wirklich alle? Kann ich mir das nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, dass Gwen Marinesoldat. Na dann. Warte, die haben sich doch hier nur verschanzt.
Ich wette mit dir, die greifen uns wieder an. Wenn wir rausgehen. Spiel will uns doch irgendwie in den Kampf locken. Das sieht aus wie ein altes Büro. In meinen Vorrat. Das hast du dir auch verdient. Mir gefällt das nur nicht, dass die über Lohn und so einen Scheiß verteilt sind. Also Sachen, mit denen man das machen kann. Die branchenführende Biotech-Forschungsanlage von Faro Automated Solutions. Agritech. Umweltsanierung. Biomüllentsorgung. Was auch immer Ihr Unternehmen benötigt, im Treibhaus helfen wir Ihnen bei der Problemlösung. Ganz natürlich. Noch eine Faro-Forschungsanlage. Na dann. Komme ich hier jetzt etwas, was mir die Metallblume aus dem Weg räumt? Das wäre super. Mir kam ein Traum. Es war nicht ganz ein Traum. Das ist die schöne Sonne war verglüht, die Sterne. Mit dunklen Kreisen in dem ewigen Raum. Wertlos und ohne Strahl. Blitz zog in die Erse. Ja, so. Okay. Eine Metallblume. Demeter sollte gleich hinter dieser Tür sein, aber diese Ranken blockieren den Weg. Falls ich sie nicht durchtrennen kann, muss ich einen anderen Weg finden. Schade, ich dachte, wir kriegen jetzt was. Nein, ich will noch. Na, oh nein. Ein Raum ohne Ausgang. Aber immerhin gibt es eine Konsole. Ein Protokoll. Ich habe gerade mit der US Robot Command telefoniert. Die Zeit läuft uns davon. Jupp. Hab mich nicht getraut, Harris zu sagen, dass unser Heilmittel schlimmer als die Krankheit sein kann. Auch wenn Diamantranken funktionieren, müssen wir noch beweisen, dass wir die Pflanzen wirksam eindämmen können. Aber Kabels Team arbeitet drüben bei Teststation Efeu daran. Er wird es schaffen. Ganz bestimmt. Diamantranken. Noch ein Geheimprojekt. Sie haben hier die Metallblumen und die Ranken gemacht, dann erfahre ich vielleicht, wie man sie zerstört. Wenn ich Teststation Efeu finde.
Und wie komme ich hier jetzt raus? Kann man mal machen. Na toll. Die schon wieder. Wer auch immer die sind, sie wollen mich töten. Ich muss aufpassen. Okay. Ich könnte die Soldaten leise ausschalten. Könnte ja. Hallo Stein. Sollte erstmal passen. Ja, ich glaube, dass du mich nicht siehst. Diese Leute hätten mit mir geredet, statt mich anzugreifen. Ich muss irgendwie aus diesem Hof raus. Machen wir aber beim nächsten Mal, Leute. Tschüss.